Menschen mit Worten so zu berühren, dass in ihnen etwas zu klingen beginnt, dass sie ins Nachdenken kommen, dass sie verstehen, dass tausende von Jahren alte Texte uns auch heute noch etwas zu sagen haben, und zwar sehr viel, weil sie ganz oft existenzielle Fragen behandeln, mit denen sich jeder Mensch im Laufe seines Lebens zwangsläufig wird auseinandersetzen müssen. Genau das, das ist die große Herausforderung, der ich mich mit jedem Gottesdienst stelle. Sie zu bewältigen, dabei hilft mir nicht nur mein eigener Grips im Kopf. Ich hoffe und vertraue auch immer darauf, vom Geist dessen beseelt zu werden, aus dem heraus wir leben. Der Geist weht, wo er will. Hoffen wir auf eine frische Brise und auch darauf, dass diese Brise unser Herz und unser Hirn so richtig schön durchpustet. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder digital dabei seid. Herzlich willkommen. Wir sind hier im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen Gottes, aus dem heraus wir sind und bleiben, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, Bruder an unserer Seite, der uns immer da treu ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der in uns webt und uns bewegt. Amen. Wir hören den 113. Psalm. Halleluja! Lobet ihr Knechte den Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe auf Himmel und Erde, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja.
was wir gerade gehört haben, singen wir vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Des heutigen Sonntags stammt aus Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Es gab aber einen Pharisäer, der Nikodemus hieß und zur jüdischen Obrigkeit gehörte. Dieser kam nachts zu Jesus und sagte ihm: Rabbi, wir wissen, dass du von Gott als Lehrer gekommen bist, denn niemand kann diese Wunderzeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sagte ihm: Amen, Amen, ich sage dir, alle, die nicht erneut geboren werden, können das Königreich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, der alt ist? Es ist doch nicht möglich, ein zweites Mal in den Bauch der eigenen Mutter hineinzugehen und geboren zu werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, alle, die nicht aus Wasser und Geistkraft geboren werden, können nicht in das Königreich Gottes hineingehen. Was aus der Materie geboren ist, ist Materie, und was aus der Geistkraft geboren ist, ist Geistkraft. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst erneut geboren werden. Die Geistkraft weht, wo sie will, und du hörst ihre Stimme, aber du weißt nicht, woher sie kommt und wohin sie geht. So sind alle, die aus der Geistkraft geboren sind. Dies ist die Übersetzung aus der Bibel in gerechter Sprache. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis mit den Worten Dietrich Bonhoeffers. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Thank you.
sing für euch. Wind kannst du nicht sehen, ihn spürt nur das Ohr. Flüstern oder brausen wie ein mächtiger Chor. Geist kannst du nicht sehen, doch hör, wie er spricht. Tief im Herzen Worte voller Trost und Licht. Text ist identisch mit dem Text des Evangeliums. Ich lese ihn nochmal vor, diesmal aber in der anderen Übersetzung, nämlich in der nach Luther. Und es gibt da ganz kleine Unterschiede. Vielleicht der eine oder die andere von euch hört da mal genau hin. Es war mal ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wurde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ja, was für ein Gespräch in tiefer Nacht. Bei mir hat es Fragen ausgelöst. Warum kommt dieser Nikodemus ausgerechnet in der Nacht zu Jesus? Man könnte meinen, dass er im Schutz der Dunkelheit kommt, weil er nicht gesehen werden will. Denn er ist ein Pharisäer, also einer von denen, mit denen Jesus so manche Auseinandersetzung geführt hat. Vielleicht wäre es peinlich für ihn, wenn jeder sehen könnte, dass er sich mit Jesus trifft. Andererseits, wer hat noch nie eine Nacht erlebt, in der er nicht schlafen konnte, weil ihm tausend Gedanken durch den Kopf geschossen sind? Fragen, auf die man keine Antwort gefunden hat, Probleme, für die keine Lösung in Aussicht schien. Und wenn man sich dann so von einer Seite auf die andere wälzt, dann lege es doch zumindest im Bereich des Möglichen, sich nochmal die Schuhe anzuziehen und auf den Weg zu Jesus zu machen, der vielleicht tiefer sieht und um das Fremde, um das Ungelöste im Herzen eines anderen weiß,
dass dieser andere nicht einmal verstehen oder gar in Worte fassen kann. Nikodemus eröffnet das Gespräch mit einem Kompliment. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Schon erstaunlich, eine solche Aussage, denn die meisten von uns werden sich an Geschichten erinnern, in denen die Pharisäer Jesus Fangfragen stellen, ihn in Versuchung führen oder bezweifeln, dass Gott mit ihm ist. So heißt es beispielsweise bei Matthäus, aber die Pharisäer sprachen, er treibt die Teufel aus durch der Teufel Obersten. Und jetzt kommt da einer der Obersten der Juden und bestätigt quasi, dass Gott durch Jesus wirkt. Denn ohne Gott könnte Jesus nicht die Zeichen tun, die er tut. Mir scheint es so, als wäre Nikodemus ein Mensch, der sich wirklich ganz, ganz ernsthaft mit Jesus auseinandersetzt. Er ist es auch, der später Partei für Jesus ergreift. Und da ist er der Einzige, als die jüdischen Autoritäten in Streit geraten über Jesus. Derselbe Nikodemus begibt sich nach dem Tod Jesu zu dessen Grab, um seinen Leichnam zu salben. Nikodemus ist eine Gestalt, der ich nur meinen Respekt zollen kann. Es gehört immer so viel Mut dazu, die eigene, einsame Stimme zu erheben gegen das Meer der Stimmen, die die Wahrheit für sich gepachtet hat und es immer besser weiß. In dieser Woche haben wir es tragischerweise erlebt, dass ein Flugzeug zur Landung in Minsk gezwungen wurde und ein regimekritischer Blogger als Terrorist verhaftet wurde. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, welches Schicksal ihm droht. Kritik kann eben mitunter lebensgefährlich sein. Aber sie kann anderen Menschen auch die Augen öffnen. Und deshalb ist sie so wichtig und unverzichtbar. Zurück zu unserem nächtlichen Gespräch, in dem der eine Lehrer, Nikodemus, den anderen Lehrer aufsucht. Nikodemus erwähnt mit keinem Wort, was ihn getrieben hat, zu kommen. Aber es muss ihm so wichtig gewesen sein, dass es ihm keine Ruhe gelassen hat und er mit dem Mann sprechen musste, von dem er sich wohl irgendetwas erhofft hat. Überlegen wir doch mal, was Menschen bewegt und in Bewegung setzt. Vielleicht das Gefühl, es kann nicht alles sein, die Schrift zu kennen, sie zu befolgen und andere in ihr zu unterrichten. Da fehlt etwas in meinem Leben. Neues muss Einzug halten, was mich von innen her beseelt und verwandelt. Aber dafür braucht es tatsächlich so etwas wie eine Neugeburt. Natürlich nicht so, wie Nikodemus naiv fragt, wie soll das denn gehen? Zurück in den Mutterbauch? Ja, das geht natürlich nicht. Und das ist damit auch nicht gemeint. Ohne Neugeburt kann niemand das Reich Gottes sehen, so Jesus. Was wäre, wenn es tatsächlich hier auf Erden schon vor unseren Augen läge, die aber wie blind sind und nicht hinter das Offensichtbare blicken können? Ich habe viele Jahre in einem Haus gewohnt, von dem aus ich im Sommer immer eine Amsel beobachten konnte, die pünktlich um 19 Uhr auf das gegenüberliegende Hausdach geflogen ist, ihren Schnabel geöffnet und laut gesungen hat. Offensichtbar war, eine Amsel singt. Doch für mich war es mehr. Für den Gesang der Amsel bin ich jeden Abend
auf den Balkon gegangen und es war mir, als würde ein Engel singen. Herrliche Melodien, von der Amsel komponiert, gerade mal so eine kleine Handvoll Leben, hat mir abends eine Tür geöffnet, von der ich nicht einmal wusste, dass es sie gab. Hinter dieser Tür lag die Gewissheit, dass der Geist, der Vögel wie Engel singen lässt, alles, aber auch wirklich alles durchdringen, ergreifen und beseelen kann. Man muss sich für diesen Geist nur öffnen, weit machen und sich von ihm erfüllen lassen. Diese Amsel hat übrigens in einem Gebüsch gewohnt, an dem ich öfter vorbeikam. Und als ich einmal gesehen habe, dass sich dem Gebüsch jemand näherte mit einer sehr großen Schere, um dieses Gebüsch zu beschneiden, bin ich sofort hingerannt und habe laut gerufen: Hier wohnt eine mir persönlich bekannte Amsel. Lassen Sie die Amsel in Ruhe, sonst kriegen Sie Ärger mit mir. Und das habe ich so gemeint, wie ich es gesagt habe. Doch Gott sei Dank, die Schere wurde zur Seite gelegt und die Amsel hatte weiterhin ihr Zuhause und hat weiterhin jeden Abend herrlich gesungen. Dieses mit der Schere kommen und etwas beschneiden, das erfahren wir immer wieder in unserem Leben. So viel in uns will aufblühen, reiche Frucht tragen. Und dann geht das nicht, weil äußere oder innere Hindernisse dagegen sprechen und wir uns viel zu leicht entmutigen lassen. Kein Wunder, unsere eigenen Kräfte sind begrenzt. Ich sage jetzt mal, insbesondere die vergangenen Monate waren sehr kräftezehrend für jeden, für mich, für uns alle. Wie oft hat die Schere uns da beschnitten oder sogar förmlich zurechtgestutzt, bis nur noch ein Häufchen Elend übrig blieb. Aber die Zeiten, die ändern sich immer. Und der Geist hat die Kraft, das alles zu bewirken und zu verändern. Denken wir nur mal 30 Jahre zurück an Michail Gorbatschow, der mit Glasnost und Perestroika das Ende des Kalten Krieges, der Sowjetunion und auch der DDR einläutete. Da wehte ein Wind, der alles hinweggefegt hat, mit dem niemand gerechnet hat. Vor 30 Jahren hat niemand ernsthaft an ein wiedervereinigtes Deutschland geglaubt. Jetzt ist es seit 30 Jahren Realität. Ich glaube, es ist viel Wahres in der Annahme, dass jedes Unrechtsregime ein Verfallsdatum hat. Manchmal dauert es. Aber irgendwann kommt der Wind der Veränderung, der alles über den Haufen bläst, was bisher Bestand hatte. Mag sein, dass man in 30 Jahren im Rückblick auf unsere heutige Zeit sagen wird, dass auch da ein Wind geweht hat, der alles auf den Kopf gestellt hat. Ich wünsche mir sehr, dass wir Menschen verwandelt aus diesem Prozess hervorgehen. Und da möchte ich Hildegard von Bingen, die große Mystikerin, zitieren. Die Seele ist wie ein Wind, der über die Kräuter weht und wie der Tau, der auf die Gräser träufelt und wie die Regenluft, die wachsen macht. Genauso ströme der Mensch ein Wohlwollen aus auf alle, die da Sehnsucht tragen. Ein Wind sei er, der den Elenden hilft, ein Tau, in dem er die Verlassenen tröstet, und Regenluft, indem er die Ermatteten aufrichtet und sie mit der Liebe erfüllt wie Hungernde, indem er ihnen seine Seele gibt. Damit ist alles gesagt.
Amen. Das Lied, das wir gerade gehört haben, Wind of Change, ist übrigens entstanden vor 30 Jahren durch die Veränderungen, durch den Wind, der da geblasen hat, durch den Ostblock, durch DDR und so weiter. Ja, so wie ich immer mich bemühe, mit Worten zu berühren, so kann ich nur sagen, so schafft das der Thomas mit der Musik. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Thomas, für die Töne, die du dem Klavier entlockst. Vielen lieben Dank an Almute für die Lesungen. Ich höre Almute immer gerne zu. Sie hat eine Stimme, bei der kann man nur fast ins Träumen verfallen. Ja, danke dir herzlich. Und natürlich ein dickes Danke an den Bonny, der die Aufzeichnung macht. Dankeschön für deine Unterstützung. Und natürlich, nicht zu vergessen, danke ich euch allen an den Bildschirmen und hoffe sehr, dass der Wind, der weht, wo er will, den Weg zu euch findet. Wir sammeln die Kollekte digital. Heute geht sie zur Hälfte an Lobby für Mädchen. Das ist ein Verein, der eine Mädchenberatungsstelle und ein interkulturellen Mädchentreff unterhält. Die andere Hälfte ist bestimmt für Tschechien. Genauer gesagt für Organisationen, die gegen Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in Tschechien kämpfen. Da ist jeder Cent wirklich gut angelegt. Ihr findet die Kontonummer auf der Webseite unter Wie das mit der Kollekte geht. Wenn ihr da als Verwendungszweck Lutherkirche 30. Mai angebt, dann kommt es wie immer in die richtigen Hände. Vielen Dank für eure Unterstützung.
singt mit. Es ist sing, 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 sing and pray. Oh, what a wonderful day. Singt und betet. Es ist ein herrlicher Tag. Sing, 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 sing and pray. Sing, 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 sing and pray. Sing, 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 sing and pray. Oh, what a wonderful day. Sing, 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 sing and pray. Sing, 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 sing and pray. Sing, 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 sing and pray. Oh, what a wonderful day. Sing, 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 sing and pray. Sing, 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 sing and pray. Sing, 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 sing and pray. Oh, what a wonderful day. Sing, 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 sing and pray. Sing, 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 sing and pray. Sing, 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 sing and pray. Oh, what a wonderful day. Sing and pray, sing, 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 sing and pray, sing, 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 sing and pray. Oh, what a wonderful day. Wir beten, wir sprechen ein Gebet mit den Worten von Silvia Bukowski. Gott, wir wollen Veränderungen oft erzwingen, können nicht warten, bis etwas wächst, setzen auf Stärke und bleiben gefangen in Selbstüberschätzung. Lehre du uns, deinem Geist zu vertrauen, der Schwache stärkt, der Müde belebt und die Erde mit Sanftmut verändert, im Zeitmaß deiner großen Güte. Amen. Sprechen wir nun gemeinsam das Vaterunser mit der kleinen Änderung, die wir hier an der Lutherkirche sprechen, statt und führe uns nicht in Versuchung, sagen wir hier und lass uns nicht der Versuchung erliegen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und lass uns nicht der Versuchung erliegen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich spreche jetzt den Segen. Der Herr, voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater, er segne dich, er lasse dein Leben gedeihen. Er lasse deine Hoffnung erblühen, er lasse deine Früchte reifen. Der Herr behüte dich, er umarme dich in deiner Angst, er stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und so wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwindet er bei dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig, wenn Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, er sehe dein Leid, er tröste und heile dich, er gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele, die Zukunft deinen Kindern. Amen.